Hi Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Zack McCracken. Wir sind in unserem Apartment und haben jetzt ganz viel Werkzeug dabei. Und ich werde mal versuchen, ob wir irgendwas von diesem Werkzeug benutzen können, aber ich bin mir gerade gar nicht sicher, dass wir die Luke im Boden endlich mal aufkriegen. Ich teste jetzt mal alles durch. Ich benutze jetzt mal das Haarnadelschild, weil warum nicht? Nein. Dann benutze ich mal den Golfschläger. Nein. Dann benutze ich mal die Drahtschere. Oh, nein, wirklich, die geht. Ich habe mir gerade gedacht, na, mit der Drahtschere werde ich das wohl kaum aufkriegen. Ah. Aua. Oh mein Gott. Was war das? Oh mein Gott, ich bin voll ins Alien-Hauptquartier gefallen. Ein Eindringling! Lauf! Ich dachte, du wärst ein Eindringling. Ich wusste nicht, dass hier jemand ist. Oh, weil ich die Nasenbrille auf habe. Was für ein Glück! Was tust du hier? Na gut. Oh, weil ich die Nasenbrille auf habe. Ey, was für ein Glück ich habe. Geil. Okay. Dann schauen wir uns hier mal ein bisschen um. Benutze den Hebel. Ob ich hier mal jemanden einsperren muss später? Benutze den Hebel. Schalten wir mal von an auf an. Oh, ich verliere den Verstand. Was war das? Wahrscheinlich nur mein Bruder hinten. Dumm die Dumm. Nimm ab. Maschine. Nee. Das Plakat gibt's quasi gar nicht, oder wie? Was ist. Nee. Karte. Gehe zu Karte. Lies Karte. Eine Karte der Erde. Benutze Karte. Das klappt nicht. Was ist das da oben? Ein Schrank. Öffne Schrank. Er ist leer. Ja, aber was sind das da oben? Da ist doch was. Das ist doch auffällig. Aber scheinbar... Keine Ahnung, ich versuche jetzt hier mal rauszugehen. Einfach. Okay. Ganz unauffällig. Bis bald. Ja, bis bald. Puh, da hatten wir Glück. Verrückt, oder? Da kommen wir in einen geheimen Raum hinten. Aber jetzt können wir mal mit dem Bus fahren eigentlich. Finde ich. Oder soll ich vorher... Soll ich in die... Okay, ja, okay. Spielen wir ein bisschen mit Guide. Zumindest ein bisschen. Das macht schon Sinn. Weil ich meine, immerhin... Sollte ja nicht, ne? Also, mal schauen, ob wir alles gemacht haben. Im Wohnzimmer findet ihr die Fernbedienung unter dem Sofakissen... Das andere Sitzkissen ebenfalls an deinen Platz bringen. Anschließend kannst du Stecker in die Steckdose und Fernseher einschalten. In den Nachrichten erfährst du interessante Informationen. Anschließend nehmen wir noch das Buttermesser, die Buntstifte, das Ei, kleiner Schlüssel. Buntstifte kann Zack die Karte aus seinem Traum auf den Tapetenfetzen malen. Nun gehen wir zur Bäckerei. Sie hat allerdings geschlossen. So lange klingeln, bis man Brot kriegt. Im Laden auf der 14. kauft den Tauchanzug. Werkzeugkasten muss anschließend geöffnet werden. Golfschläger, Hut, Nasenbrille. Optional eine Gitarre. Ach, dammit. Die Gitarre habe ich ganz vergessen. Ich meine, da steht, die ist optional. Aber warum sollte ich die nicht kaufen? Da habe ich wirklich einfach nicht dran gedacht, dass es die auch noch gibt.
her mit der Gitarre. Kaufe Gitarre. Würde gerne dies kaufen. Na gut, dann lese ich mal weiter, während hier der Verkauf abgehandelt wird. Optional Gitarre. Wo waren wir denn? Wo waren wir denn? Ah ja, genau. Dem Haarsalon klauen wir die überdimensionale Haarnadel mit der Drahtschere. Das haben wir gemacht. Check, soweit. Zurück in der Wohnung öffnen wir mit dem Schraubschlüssel das Rohr unter der Spüle, stecken das trockene Brot in selbige und betätigen den Schalter des Müllschluckers. Das ergibt praktische Brotkrumen, die zur Lösung des Spiels benötigt werden. Also Vorsicht, dass du sie nicht wegspülst. What? Das sind lauter so Rätsel. Ey, da muss man erstmal draufkommen ohne Lösung. Die sind ja bekloppt, aber das machen wir. Auf in die Wohnung. Machen wir uns Brotkrumen. Ich habe ehrlich gesagt schon dran gedacht, Mensch, da hätte man drauf kommen können, ehrlich gesagt, weil ich habe mir schon überlegt, ob man das Brot nicht vielleicht aufweichen muss mit Wasser und wollte es deswegen schon fast in die Spüle legen, aber hab's dann nicht gemacht, weil ich doof bin. Sonst wäre ich da drauf gekommen und wäre stolz auf mich gewesen. Und so bin ich traurig und ein gebrochener Mann. Brot in die Spüle, da wo es hingehört. Hä? Ah ja, doch, haben wir gemacht. Und jetzt Schalter ein. Schalter aus. Nimm Brotkrumen. Gut. Man muss wirklich aufpassen. Ich spiele das auch deswegen mit Guide, weil das ist schon eine gute Idee. Das ist ein Spiel aus den 80ern, ein Point-and-Click-Adventure aus den 80ern. Es ist gut möglich, dass wenn ich jetzt hier ganz am Anfang irgendwas vergesse, dass ich dann 5 Stunden später an einer Stelle nicht mehr weiterkomme und hängen bleibe und keine Möglichkeit mehr habe, zurückzugehen, um das Benötigte zu holen. Sowas gab es früher durchaus öfter mal. Das will ich vermeiden. Brotkrumen. Leider wurde Zack der Telefonanschluss gesperrt, weil er seine Rechnung nicht bezahlt hat. Praktischerweise befindet sich die Gesellschaft gleich unter seiner Wohnung. Der Betrag ist enorm. Doch wenn du Hut und Nasenbrille aufsetzt, wird die Rechnung aus irgendeinem Grund annulliert. Dum, dum, dum. So, so. Interessant. Das machen wir dann, glaube ich. Ebenfalls bei der Telefongesellschaft kannst du ein Bewerbungsformular für den Fanclub des Kings einstecken. Fülle es mit dem Buntstift aus und stecke es daraufhin in den Briefkasten. Nun ab zum Flughafen, steht da. Na, wird schon stimmen, dann ab zum Flughafen. Wecke den Busfahrer, ja genau, okay. Okay, das machen wir noch. Wenn wir schon hier sind, gehen wir noch zur Telefongesellschaft. Öffnen. Ich speichere mal vorher. Ich habe hier Angst. Ich habe Angst, dass ich erwischt werde und dann bei lebendigem Leib verspeist. Benutze. Ja, was benutzen wir denn? Wo ist sie denn? Achso, warte mal. Benutze Bewerbung mit gelbem Buntstift. Wo auch immer der jetzt wieder ist. Hier. Benutze gelber Buntstift, Bewerbung. Los. Jetzt ist sie komplett ausgefüllt und das Porto ist im Voraus bezahlt. Gut, die stecken wir nachher noch in den Briefkasten. Außerdem benutze Rechnungskarte mit Computer Terminal. Ich komme da nicht ran. Öffne Theke. Hallo. Lies Computer Terminal. Der zeigt alle Telefonrechnungen. Benutze Rechnungskarte Computer Terminal. Da jetzt ist meine Rechnung auf Null. Ich stempel sie ab und lasse sie hier.
Okay, cool. Das war praktisch. Cool, mit der Nasenbrille und dem Hut halten die uns für einen Alien und wir können alles machen, was wir wollen. Dann stecken wir die Bewerbung noch in den Briefkasten. Sadala, dafür brauchten wir auch den Schlüssel vorher. Und jetzt kann es losgehen. Das ist schon irgendwie cool. Benutze die Cashcard am Kartenleser. Das klappt nicht. Ach so, ich muss erst den Fahrer wieder aufwechseln. We wecken, wechseln. Oh, Sie sind's wieder. Alles einsteigen. Benutze Cashcard Card Raider. Raider of the Lost Card. Wo sind wir denn jetzt gelandet? Oh, da oben ist was. Was ist ein Zeitungsautomat, ein Ticketautomat, Anhänger, Zugang? Okay, öffne Zeitungsautomat. Lässt sich nicht öffnen. Benutze Cashcard, Zeitungsautomat. Ich brauche keine zu kaufen, ich lese nur rasch die Schlagzeilen. Ja, macht er das jetzt auch oder wie? Lies. Zeitungsautomat. Studenten entdecken Riesengesicht auf dem Mars. Na dann. Benutze Ticket in Ticketautomat. Der hat irgendwas mit einem Buch gerade gesagt, aber jetzt ist es zu spät. Für das alte Ticket gab es 260 Dollar. Hä? Was? Ich soll nach Seattle, wurde mir gesagt. Willst du ein Buch über die Erleuchtung? Nimm. Ja, ich nehme das Buch über die Erleuchtung. Ich weiß aber nicht wie. Nimm ab. Ich kann irgendwie nicht ganz mit dem interagieren. Sonst würde ich das Buch über die Erleuchtung nehmen, aber... Das kannst du nicht mitnehmen, hä? Sie sind spät dran. Ich zeige Ihnen Ihren Platz. Ist ja nett, dass die auf mich gewartet haben. Aber das Flugzeug ist eh noch ziemlich leer. Naja. Meine Damen und Herren, Sie haben diesen Vortrag schon gehört, also mache ich es kurz. Die guckt aber auch böse. Die ist echt genervt. Bei einer zu erwartenden Wasserlandung können Sie Ihre Sitze als Schwimmhilfe benutzen. Bei einem Notfall Sauerstoffmasken aus der Decke wahrscheinlich. Bei einem Notfall fallen Sauerstoffmasken aus der Decke wahrscheinlich. So muss ich es lesen. Genießen Sie den Flug. Ich werde es jedenfalls nicht. Hier ist Ihr Essen. Hier ist Ihr Essen. Hier ist Ihr Essen. Hier ist Ihr Essen. Hier ist Ihr Essen, sagt sie jetzt die ganze Zeit. Mikrowellenherd. Öffne Mikrowellenherd. Hey, Sie! Das dürfen Sie nicht. Gehen Sie sofort auf Ihren Platz zurück. Jetzt bleiben Sie hier.
Aber ich muss ganz dringend aufs Klo. Schauen wir mal, was hier noch so los ist. Kann ich die Dinger hier öffnen? Die Gepäckfächer? Oh ja, die kann ich alle öffnen. Hey, sie! Das dürfen Sie nicht. Gehen Sie sofort auf Ihren Platz zurück. Was darf man denn hier eigentlich? Eine Unverschämtheit. Darf ich wenigstens mein eigenes Gepäckfach öffnen vielleicht? Das wird ja wohl noch erlaubt sein. Das dürfen Sie nicht. Ich darf doch wohl in meinen... Ich wollte doch nur... Verschwinde endlich. So schnell, lauf. Geh weiter. Schneller. Öffne die Tür, schnell. Geh rein. Sie kommt gleich wieder. Okay. Schließe die Tür. Okay. Jetzt dürften wir erstmal unsere Ruhe haben hier drin. Jetzt schauen wir mal, was wir hier drin machen können. Toilette. Toilettenpapier. Spülung. Spüle. Was? Rufknopf. Na gut, jetzt nehmen wir mal Toilettenpapier. Na schau. Toilettenpapier eingesteckt. Erdnüsse habe ich bekommen. Ist das meine Mahlzeit aus der Mikrowelle? Erdnüsse? Benutzen wir die Toilette. Entschuldigen Sie. Besten Dank. Na gut, aber wenn er schon die Toilette benutzt, dann waschen wir uns jetzt auch die Hände. Und das können wir nicht. Na gut. Dann machen wir das Toilettenpapier nass. Okay, aber das könnte die Spüle verstopfen. Okay. Jetzt habe ich hier Toilettenpapier reingesteckt, ne? Benutz Spüle mit. Und was jetzt? Schraubschlüssel. Spüle ist schon verstopft. Und jetzt? Ich kann die leider nicht anmachen. Das wäre gut. Rufknopf. Soll ich mal den Rufknopf drücken? Warum ist auf dem Klo ein Rufknopf? Und wen rufe ich jetzt hier? Alles in Ordnung da drin? Alles in Ordnung da drin? Hallo. Ich brauche Hilfe. Gut, nun zurück auf Ihren Platz. Meine Güte. Aber das Waschbecken ist doch verstopft, gnädige Frau. Okay, wisst ihr was? Komplettlösungszeit. Ich habe alles getan, was ich tun kann. Was ich selber finde. Jetzt schauen wir mal. Vom Flughafen in Seattle. Da sind wir schon zu weit. Nee. An Bord erhalten wir kostenlose Erdnüsse. Sonst ist die Stewardess aber eine ziemliche Zicke. Also müssen wir sie erstmal beschäftigen. Hinten auf der Toilette lassen wir die Spüle überlaufen. Zuerst mit Klopapier verstopfen und drücken anschließend den Rufknopf. Das reicht aber noch nicht. Also so schnell wie möglich nach vorne und das Ei in die Mikrowelle. Aha, ist das Ei fertig, bevor die Stewardess wieder zurückkommt, wird uns diese so schnell nicht mehr belästigen. Wir können in Ruhe die Gepäckfächer durchsuchen und so weiter. Ja, dann machen wir das mal. Okay, aber jetzt schaue ich gerade auf die Uhr und wir machen jetzt für heute schon wieder Schluss. Die Zeit verfliegt, wenn man was Neues zu tun hat hier. So, na dann. Danke fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Tschüssikowski. Bis morgen. Macht's gut. Ciao.